Moin, moin, heiße ich dich alle und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 12. Spieltag. Ja, Länderspielpause war und das jetzt erstmal fast die letzte. Denn die WM ist jetzt bekannt gegeben, oder gut, fast. Also, ne? Fast alle Teilnehmer sind bekannt gegeben, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Ne? Aber ich kann euch schon mal eins sagen: Es wird auf jeden Fall die WM-Tipps geben. So sieht's aus. 12. Spieltag. Mal schauen, wie es denn weitergeht in der Bundesliga. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel, das lautet hier VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ja, also bei den Dortmundern, nun gut, also gegen die Münchner war kein Kraut zu wachsen da. Aber das habe ich ja ungefähr auch erwartet. Dass sie am Ende dann doch noch das Tor schießen, ja gut, ist vielleicht eventuell ein bisschen überraschend gewesen, aber auch nur ein bisschen, ja. 3-1 war es am Ende. Beim VfB Stuttgart dagegen, ja gut, also was ist in Hamburg denn passiert? Ne? Gelb-Rot und urplötzlich das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Aber sowas von aus der Hand gegeben. Ne? Man hätte das Spiel eigentlich sogar höher verlieren müssen. Glimpflich noch davon gekommen. Jetzt in diesem Spiel denke ich mal, dass Borussia Dortmund seine Niederlagenserie oder seine schlechtes Karma-Serie los wird gegen den VfB Stuttgart, trotz der Heimstärke der Schwaben. Denke ich mal, Dortmund gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln. Ja, bei den Kölnern nun gut. Also Krise groß, ganz groß. Es funktioniert momentan einfach in Köln überhaupt nichts. Die große Frage ist, wann wird es wieder besser? Gegen den FSV Mainz 05, denke ich mal, wird es nicht besser. Die Mainzer hätten eigentlich gewinnen müssen gegen Gladbach. Am Ende haben sie einen Unentschieden geholt. Ja, eigentlich 2 Punkte verloren. Muss man einfach so sagen. Eigentlich 2 Punkte verloren für Mainz. Aber nun gut, ne? Manchmal ist Fußball einfach ungerecht. Ich denke mal, dass die Mainzer dieses Spiel gewinnen werden mit 2-1. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. Ja, ne? Augsburg jetzt im guten Mittelfeld dabei, also ich denke mal in dieser Saison, Abstiegskampf ist erledigt, also die werden im Mittelfeld in dieser Saison so bleiben, denke ich mal, würde ich mal sagen. Der FC Bayern München, ja, neuer Trainer und alles funktioniert, alles ist einwandfrei. Eigentlich könnte man die Meisterschale schon nach München schicken, aber wir haben ja erst den 12. Spieltag, also so weit, ne, ist es noch nicht. Es kann ja noch kommen, dass eine Niederlagenserie kommt oder was weiß ich. Gegen Augsburg wird nichts anbrennen, Bayern gewinnt mit 3-1. Das nächste Spiel ist zwischen Bayern 04 Leverkusen und RB Leipzig. Ja, da haben die Leipziger dann ein Spiel gedreht, wo man sich so denkt, so okay, ja, muss man das jetzt verstehen oder eher nicht? Gegen Hannover 96, also keine gute erste Halbzeit, danach eine überraschende zweite, muss man einfach mal so sagen. Bei Leverkusen, ja gut, unentschieden gespielt, verdientes Unentschieden. Mögen einige sagen, ja, eigentlich nicht, aber ich sage, ja, doch, ist ein verdientes Unentschieden gewesen. Ich denke mal, dass Leipzig aber in diesem Spiel auf jeden Fall komplett 90 Minuten Vollgas gibt und dementsprechend 2-0 gewinnt. Das nächste Spiel ist das Topspiel meiner Wenigkeit. Es ist das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Also natürlich könnte man jetzt sagen, so von wegen, ja, Topspiel, warum um Himmels Willen ist das denn dein persönliches Topspiel? Klar, momentan ist es bei Hoffenheim so, dass das da nicht so einwandfrei läuft. Als letztes haben sie zwar gegen Köln gewonnen, ja, aber das war ehrlich gesagt eine richtig große Frustbewältigung. Bei der Eintracht dagegen ist, nachdem ich die eigentlich in meinem Video noch fertig gemacht habe, so von wegen, ja, funktioniert überhaupt nichts, dies, das, Ananas, seit jeher gewinnen die Spiele, beziehungsweise spielen die Spiele gut, beziehungsweise holen sie Punkte und klettern nach oben. Ja, jetzt ist dann die große Frage, kann der eine den anderen bald überholen? Also in der Hinsicht die Frankfurter, die Hoffenheimer. Und ich denke mal, dass dieses Spiel ein Unentschieden ausgehen wird mit einem Unentschieden, nämlich mit einem 1-1. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg. Ja, ärgerlich gelaufen gegen den FC Schalke 04 für den SC Freiburg. Ne? 1-0 verloren. Ja, irgendwie ne, kämpferisch. Also das Team der Freiburger ist noch das kämpferischste Team von den Abstiegsaspiranten, die aktuell in dieser Bundesliga-Saison sind. Beim VfL Wolfsburg, ja gut, irgendwie in der Bundesliga können die nicht gewinnen, aber sie können auch nicht verlieren.
An Abschluss ist dann die große Frage, wann wird diese Serie reißen? Ich sage, diese Serie wird jetzt reißen, nämlich der VfL Wolfsburg gewinnt ganz knapp mit 1:0. Für die Freiburger heißt das weiterhin hoffen und bangen, aber gegen Freiburg gibt's leider, also für Freiburg gibt's leider in Wolfsburg nichts zu holen. Das nächste Spiel ist das Topspiel der DFL. Es ist das Spiel zwischen der Hertha und Borussia Mönchengladbach. Ja, irgendwie momentan Berliner irgendwie mit einem Fluch belegt, hatte ich ja schon mal gesagt. Irgendwie, ja, ne, gegen Wolfsburg unentschieden gespielt. Okay, also das Spiel war ja wirklich ein Heiden hin und her. Andersrum natürlich, Mario Gomez hat für Wolfsburg nicht getroffen, den Elfmeter. Also da ist auch dann die große Frage, wann wird Gomez dann jetzt demnächst Extraschichten im Elfmeterschießen machen? Das war ja nicht sein erster, den er verschossen hat. Glück also für die Hertha, aber andersrum, drei Dinger zu fangen, ist das schon natürlich extrem bitter. Bei Borussia Mönchengladbach, ja, also es gibt Phasen, wo man sagen muss, ey, warum seid ihr nicht international? Es gibt aber auch Phasen, wo man sich fragt, warum sind sie um Himmels Willen in der Bundesliga? Ich denke mal, dass diese Partie wieder eine Partie wird, wo man sagt, warum seid ihr in der Bundesliga? Unentschieden, 1:1. Die Hertha wird kein gutes Spiel abliefern, aber Gladbach auch nicht. Also, dass das das Topspiel sein wird, okay, aber am Abschluss das Ergebnis, Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Das findet statt zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV. Ja, in der letzten Saison gab es ja eigentlich für viele, viele Anti-Hamburg-Fans eigentlich einen riesengroßen Aufreger. In der letzten Minute, ich glaube sogar noch nach der letzten Minute, gab es ja einen Eckball für den FC Schalke 04, was dann irgendwie nicht gezählt worden ist, das Tor. Obwohl es ein klares Tor war, obwohl alle Experten gesagt haben, das war ein klares Tor. Ich mich sogar am 34. Spieltag darüber aufgeregt habe, dass es ein klares Tor war. Ja gut, dadurch ist Hamburg in der ersten Bundesliga geblieben, ne? Manchmal ist es einfach so. Jetzt spielen sie wieder gegeneinander. Vielleicht eventuell die ein oder andere Erinnerung. Der Hamburger kommt wieder hoch. Ich denke trotzdem, dass der FC Schalke 04 dieses Spiel gewinnen wird mit 1:0. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel. Es findet statt zwischen dem SV Werder Bremen und Hannover 96. Ja, in den letzten Jahren war das eigentlich immer mal wieder so, wenn die gegeneinander gespielt haben, konnte man das eigentlich nicht vorhersehen, wie die spielen. Da sagt man eigentlich, ja, Hannover wird ganz klar gewinnen, weil sie zu Hause spielen, alles Paletti und das Spiel so unentschieden. Dann sagt man von wegen, ja, Bremen ist in einer richtig guten Phase, eigentlich müssen sie das Spiel auswärts gewinnen, dann gewinnt Hannover. Also das Spiel ist sehr schwierig vorherzusehen in der Hinsicht. Ich denke mal und mach mal auch einen Risikotipp in der Hinsicht, das Spiel geht unentschieden aus, 2:2. Das war der Bundesliga-Tipp für den 12. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps in der Tipprunde abgeben und wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder, wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis dahin, macht's gut.